Hey oh Leute, langsam wird es auch Zeit, dass ich die neueste Loot-Chest auspacke und da ist sie und diesmal haben wir eine Halloween-Theme-Box. Ob das ganze Ding wirklich so mit Halloween-Stuff vollgestopft ist, wie die Macher der Loot-Chest das gesagt haben, werden wir gleich erfahren. Bleibt also dran, nach dem Intro werdet ihr sehen, was drin ist und bis dahin sage ich, mein Schatz. So, und da liegt die aktuelle Loot-Chest auch wieder vor uns und ich habe natürlich das Messer wieder am Start und das würde ja perfekt zu Halloween passen, wenn ich die Loot-Chest öffne. Und das machen wir auch direkt da. Und jetzt müsste eigentlich immer so ein Kisten-Öffnen-Sound kommen, theoretisch. Aber leider passiert das nicht. Und da haben wir auch direkt, wie immer, das Loot-Book September 2014. Gefühlt wird das immer dicker. Und es ist wieder soweit, deine neue Loot-Chest ist da. Halloween ist mittlerweile nicht mehr aus unserer Popkultur wegzudenken. In Resident Evil und Castlevania geht es gruselig zur Sache. Sogar unser Lieblingsklempner Mario muss sich des Öfteren mit den Boos in ihren Geisterhäusern auseinandersetzen. Da fällt dann auch dank Freddy Krüger das entspannte Schlafen nach einem anstrengenden Tag als Zombie-Jäger eher kurz aus. Ach, findet ihr nicht auch, dass diese Puppe dort einen mörderischen Blick hat? Tja, wie angekündigt soll ja dieser Halloween-Ausgabe eine kleine Puppe drin sein, beziehungsweise eine kleine Figur. Und ich würde sagen, dann packen wir das Krankenhausding hier mal aus. Und da guckt sie uns auch schon an. Ich habe sie eben noch erwähnt. Und es ist eine geile kleine Popcap-Chucky-Puppe. Und natürlich stilecht mit dem Messer in der Hand. Oh, hier kommt uns schon Konfetti entgegen. Halloween. Und genau, da hinten ist sie nochmal drauf. Child's Play 2. Und ich würde sagen, machen wir einfach mal auf und gucken uns die nochmal aus der Nahansicht an. Das zur Seite, das auch zur Seite und da ist sie. Echt ganz cool gemacht, so ähnlich wie die Batman-Figur. Ich finde die sogar noch ein bisschen besser verarbeitet. Und echt coole Puppe, stelle ich mir auf jeden Fall wieder ins Regal und werdet ihr bestimmt in den nächsten Ausgaben hinter mir stehen sehen. Stellen wir sie erstmal zur Seite und gehen zum nächsten. Beast Bomb Popping Candies with Lollipop. Ah, okay, jetzt hatten wir ja schon Lutscher, wir hatten schon diese Popping Candy ohne was dabei und jetzt haben wir auch noch das mit Lolli, wo man den quasi reindippt und das Ganze ist mit Cola. Ich mach's mal auf, wie immer. Das wäre fast schief gegangen und die Popping Candy hätte ich fast verteilt, so wie das Konfetti hier drin. Und ja, es ist sehr Halloween-mäßig, eine kleine Blume und die lege ich mal kurz an und dann kann man die hier wie immer so reindippen. Und dann prickelt das theoretisch und ich probiere das mal. Ja, ist wieder das berühmte Geräusch. Und es schmeckt echt nach Cola. Ich finde das ja fast zu süß, muss ich sagen. Aber ja gut, jeder wie er mag, ne? Gut, legen wir es zur Seite. Das nächste, ich entdecke schon, das ist echt ein cooler Schlüsselanhänger. Super Mario und dann der Geist Boo, passend zu Halloween auch. Thematisch ist es bisher echt geglückt, muss ich sagen. Hinten steht nichts drauf, vorne Made in China, wie immer. Und ja, das ist ein stinknormaler Schlüsselanhänger, machen wir auch kurz auf. Ich glaube, der ist aus Gummi, wenn ich das richtig sehe. Oh, vielleicht sollte ich es mal ganz aufmachen, bevor ich versuche, ihn rauszureißen. Das zur Seite und ja, er ist aus Gummi, sieht ganz cool aus. Okay, ob man den jetzt an Schlüsselbund macht, ist recht groß, muss jeder für sich selber entscheiden, aber eine nette Dreingabe, wie immer. Zur Seite, next. Was ist das denn? Wieder so eine Tonne mit vergifteten Bonbons oder was ist das? Ich mache das gleich mal auf, zur Seite. Und Krypton, okay, das blättert hier so schon so ein bisschen ab. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ih, was ist das denn? Hier steht auch nichts drauf. Barrel of Slime, okay, das ist so ein... Ah. Okay, irgendwie... Okay, irgendwie doch nicht so rare, es ist ganz lustig. Und das ist so ein Schlotter-Slime hier, den man sich überall hinmachen kann. Und der dann irgendwann auch wieder verstaubt. Ich habe da schon so ein Konfetti-Teil dran, das mache ich mal ab. Und ja, ist jetzt nichts Besonderes, aber für die nächste Halloween-Party vielleicht ganz lustig. Ich gehe auf jeden Fall auf eine und vielleicht passt das da auch ganz gut. Ich packe das mal wieder ein. Ja. Okay, kann man lustige Späße bestimmt machen. So, und was haben wir hier? Oh! Blood Energy Potion. Ich bin unter die Vampire gegangen. Ja, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich wurde letztens von einem Vampir gebissen und der hat mir jetzt quasi in der Loot-Chest auch eine neue Portion Blut geschickt. Und das brauche ich halt, damit ich nicht sterbe. Deswegen kommen meine Videos auch oft zu spät.
Und ich würde sagen, das ziehe ich mir jetzt mal rein. Das ist scheinbar ein Energy Drink in Blutform. Ja, ich probiere den mal schnell. Boah, der ist süß. Bah. Und schmeckt ganz schön chemisch. Ist vielleicht einfach nicht meine Blutgruppe. Aber ich glaube ja, dass die Dinger für eine Halloween-Party perfekt werden. Dann kann sich jeder so einen Teil nehmen. Oh, okay. Ich habe natürlich überlesen, dass man den schütteln soll. Vielleicht schmeckt er dann besser. Probiere ich dann später nochmal. Aber an sich echt cool, muss ich sagen. Das ist mal was komplett anderes. Und man kann ihn auch warm trinken. Okay, ob das so geil ist, weiß ich nicht. Aber die Idee an sich ist echt ganz nett. Sollte man mal öfter haben so. Also für die Party auf jeden Fall passen, müsste man nur mehr von haben. Einer ist natürlich ein bisschen wenig. Aber egal, weg damit und zum nächsten. Und das beste Item hier drin ist natürlich das Konfetti. Und ich schmeiße jetzt durch die Gegend und muss alles sauber machen nachher. Ist mir egal, ich schmeiße es einfach hin und her. Aber natürlich ist das beste Item eigentlich das, was ich hier in der Hand habe. Aber darunter ist noch ein Aufkleber und noch was anderes. Und natürlich, wie immer, Blutchest-Aufkleber passend im Halloween-Design. Ja, gut, habe ich jetzt auch schon genügend, nur nicht im Halloween-Design. Okay, hier ist so ein kleiner Marshmallow-Man, denke ich mal, in Kirby-Form. Passt das? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob das so einigermaßen passt. Ist ganz nett, kann man sich wohin kleben, Aufkleber gehen immer, deswegen legen sie sie meistens auch mit rein. Und dementsprechend auch passend. Ja, und hier ist ein Alexi-Bexi, eine Alexi-Bexi-Autogrammkarte mit seinen... Ja, Zeug sollte ich vielleicht auch mal machen. Einfach so ein billiges Papier hier reinlegen, damit ich noch ein bisschen Werbung mache. Wollte ich tatsächlich auch mal. Vielleicht mache ich das sogar noch und jeder packt dann auch mal von mir mein Gesicht aus und dann habe ich das da drauf. So, und jetzt kommen wir aber zu dem, worauf die meisten sich immer am meisten freuen, weil es eben ein Shirt ist. Und es ist ein, Umbrella. Das ist ja geil. Ein Resident Evil Shirt und das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Ich mache hier mal die... Oh, überall habe ich dieses Konfetti-Zeug. Und das sieht gar nicht mal so scheiße aus, das Shirt. Cool. Muss ich sagen, werde ich auch tragen. Gefällt mir ehrlich gesagt. Resident Evil ist sowieso ein cooles Spiel. Auch wenn es viel leichter geworden ist mittlerweile. Und eher so ein Action-Geschmack mittlerweile hat. Früher war es ja eher so Survival. Ist das Shirt an sich ganz cool und gefällt mir echt gut. Also ich muss sagen, im Gegensatz zur letzten Box, die mir nicht ganz so gut gefallen hat, ist diese Box echt wieder gut gefüllt für ihr Geld, sag ich jetzt mal. Und ja, Schleimi, den stellen wir ja auch mal hin. Und gucken wir mal noch schnell ins Blutbook, ob da noch was Interessantes drin steht. Ja, Funky, Horror, Pop, Resident Evil Shirt, Blood Potion, Stay Puffed Sticker. Okay. Keychan, logischerweise. Keychan. Keychan hört sich an wie eine koreanische Popband. Und Beast Bombs. Ja, ich muss sagen, mir hat die Box echt gut gefallen. Und jetzt habe ich auch was für den Winter zum Heizen hier mitbekommen. Wie hat euch die neue Loot Chest gefallen? Also ich finde, solche Theme-Boxen sollten viel öfter kommen, denn da kann jeder irgendwie was für sich finden. Und das Halloween-Zeug, was drin war, hat mir richtig gut gefallen. Aber was denkt ihr darüber? Schreibt es einfach in die Kommentare und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr Halloween an sich eigentlich feiert und vielleicht sogar auf irgendwelche Partys oder so geht. Also ich werde auf jeden Fall wohin gehen, wie eben schon erwähnt. Und mich würde interessieren, ob ihr das vielleicht auch macht und euch da auch so ein bisschen verkleidet oder so. Schreibt es einfach in die Kommentare und natürlich gebt mir auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne abonniert mich auch, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das könnt ihr unten auf dem Button ganz einfach machen. Und schaut bei meinen letzten Videos rein, die ihr entweder schon gesehen habt, dann braucht ihr es natürlich nicht mehr machen oder könnt natürlich trotzdem noch mal reinschauen. Und wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dann einfach hier oder da klicken. Ansonsten sehen wir uns spätestens Sonntag zu News wieder und ich wünsche euch eine schöne Woche. Haut rein!